Die Firma Spreizer Bau aus Ipsitz hat wieder einen Lehrlingslandesmeister. Wir haben Christoph Haselsteiner auf seinem luftigen Arbeitsplatz besucht. Vor mir ist jetzt der Landessieger der Dachdeckerlehrlinge. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, schau so endlich, ja. Ich kann mir das sehr schwer vorstellen, was passiert da eigentlich bei so einem Wettbewerb? Ist man da vorbereitet oder bekommt man da Aufgaben, die man noch nie gehört hat? Oder wie schaut das aus? Nein, man hat schon eine Vorbereitung und dann wissen tut man schon, was man kriegt. Und ja. Und spielt da auch eine gewisse Nervosität mit? Ein bisschen schon, ja. Am Anfang ein wenig und dann geht's eh. Bei einem Lehrlingswettbewerb geht es um Fachwissen, Genauigkeit, Schnelligkeit, aber vor allem um eines. Um den gesunden Hausverstand. Darauf ist Baumeister Hubert Spreizer besonders stolz. Vielleicht ganz kurz zu deinem Beruf. Wie bist du eigentlich zum Dachdeckergewerbe gekommen? War das immer schon, was dich interessiert hat? Oder wie entscheidet man sich da? Man hat einen gewissen Willen, hat man eh, ja. Und das will man dann machen. Und jetzt bist du da zur Firma Spreizer gekommen. Hat man da irgendeinen Ausbilder oder arbeitet man da gleich von Anfang an auf Baustellen mit? Ja, man hat eh einen Polier und alles und von da lernt man es von der Arbeit und die Schule ist auch. Ja. Wo lernt man mehr, in der Schule oder auf der Baustelle? Man hört überall neue Sachen. Wenn ich mich jetzt interessiere für diesen Beruf, was würdest du mir empfehlen? Was ist eigentlich das Interessante als Dachdecker? Ja, man ist viel in der Natur und man sieht viele neue Sachen. Und ja. Ich habe jetzt gemerkt, du bist ja mittlerweile nicht nur auf dem Dachdeck tätig, sondern hast auch andere Aufgaben in der Firma. Ja, kommt drauf an, ja. Zum Beispiel? Ja, wie im Platz bin ich, ja, wo ich zusammenfüge, zusammenräume und lasse man halt auch, was halt reinkommt und was halt sein muss und gemacht werden muss. Das heißt also, du lernst neben deiner Tätigkeit als Dachdeckerlehrling, jetzt fangst du ja auch noch eine Zimmererlehre an. Was hat das für einen Vorteil, wenn man zwei Sachen hat? Ja, was man hat, man hat.